So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom FM Manager. Ja, mein Urlaub ist vorbei, ich bin wieder hier und bin jetzt wieder voll da für euch. Die ganzen Voraufnahmen sind zu Ende, das heißt, ab jetzt sind wir auch wieder live und die Kommentare kann ich auch jetzt etwas leichter einbauen lassen. Und natürlich habe ich mich schon um einige Kommentare gekümmert, wie zum Beispiel das Einfügen der Spielerbilder, ja? Also ich habe jetzt auch für die nicht so bekannten hier wie zum Beispiel Gepard oder Manquillo, habe ich jetzt Spielerbilder eingefügt. Das heißt, die haben jetzt auch ein Gesicht, die guten, sodass das Ganze ein bisschen realistischer noch wird. Und auch in der zweiten Mannschaft habe ich noch ein, zwei Spielerbildchen eingeführt. Zum Beispiel der Davis hat jetzt hier ein Spielerbild und auch Westermann hat ein Spielerbild. Ne? Alberto habe ich keins gegeben, weil mit dem planen wir eh nicht. Denn da kommt ja nächstes Jahr unser neuer Superstar. Sag ich einfach mal, ne? 19 Jahre alt, Anthony Stefan. Und schaut euch mal diesen Spieler an, ne? 10 Sterne Talent. Härte, ehrgeizig, anpassungsfähig. Der wird uns nächstes Jahr joinen. Und guckt euch das mal an. Der taktisches Verständnis 99. Ja, geht's noch. Ne? Ja, der kommt zu uns. 7 Millionen ist der gute Mann schon wert. Ja, ich denke mal, ich werde ihn vielleicht sogar direkt in die erste Mannschaft kloppen. Ich weiß noch nicht. Mal sehen, wie das so wird. Und, ja, auf der Suche nach einem neuen Spieler, muss ich mal kurz in die Finanzen gucken. Wir haben 26 Millionen Transferbudget, ne? Und ich habe überlegt, für die erste Mannschaft, da werden wir jetzt sowieso nichts finden für 26 Millionen. Dafür reicht unser Prestige noch nicht aus. Defensiv könnte man vielleicht noch einen holen, aber da denke ich mir, da werde ich lieber unseren Gepard ausbilden, ne? Da habe ich jetzt auch keinen unmittelbaren Bedarf, um da jetzt einzuschreiten. Und höchstens für die zweite Mannschaft wäre vielleicht noch ein Transfer interessant. Und da fürs offensive Mittelfeld vielleicht, aber der ist ja auch erst 19 hier, ne? Aber da könnte man mal gucken, ne? Seid ihr mit dabei, oder? Wir gucken mal. Spieler suchen, Suchkriterien. Ob wir da was finden. Ja, die können natürlich schon volle Stärke haben. Er sollte vielleicht so um die 67, sagen wir mal 66 sollte er haben. Und er sollte nicht älter sein als 20. Und er sollte mindestens 3,5 Sterne haben, ne? Das sollte klar sein. Offensiver Mittelfeld und nur beste Position und auch nur realistische Transfers. Dann gucken wir da einfach mal rein, ob wir da was finden. Ja, seht ihr schon, ne? Das ist nicht so einfach. Da ist auch schon Schluss mit dem Talent hier, ne? Nennen wir Xabi zum Beispiel. Ist ein Spielmacher auch von der Position her. Ist ein bisschen verstimmt bei seinem alten Verein. Vertrag läuft aus. Ich weiß gerade gar nicht, in welcher Saison wir sind. Müsste ich gleich mal kurz gucken. Ne, Vertrag läuft nicht auf. Vertrag läuft noch ein Jahr. Form nur 9. Links ist ein starker Fuß. Standards kann er nicht so. Kurze und lange Pässe hat er schon Bombenwert. In der Übersicht auch schon 81. Ich würde sagen, da können wir mal anfragen, ne? Spieler möchte gerne bei seinem Verein. Der Verein lässt sich sicher... Boah, der Verein möchte ihn gar nicht so sehr halten, wie das hier so aussieht. Wir haben mal 2,4 Millionen. Und, können wir die noch da lassen? Wechsel. Ne, wir nehmen ihn sofort, ne? Dann würde er bis Juni... Ne, wir nehmen ihn erstmal. Mal sehen, ob sie es annehmen. Zu viel Geld wollen wir auch nicht investieren in ihn, ne? Aber der hatte so auch die Werte, die mir ganz gut gefallen. Dennis Suarez hier. Auch kein schlechter, ne? Manndeckung 30. Ja, aber ich denke, das sollte dann auch schon mal reichen. Wir können ja einfach mal ein bisschen Geld mit, wenn wir jetzt hier in den Finanzen sind, vielleicht in die Budgets übertragen. Aktuell geht das... Doch, müsste da nicht gehen, ne? Budget, Änderung. Wenn wir einfach ein bisschen Transfergeld rausnehmen und es vielleicht ein bisschen in Sonstiges kloppen und vielleicht noch ein bisschen die Infrastruktur, dass wir das so machen... Dann können wir nämlich in der Infrastruktur noch ein bisschen gucken, ob wir da noch ein bisschen an unserem Vereinsgelände erweitern können. Da wird gerade ein Schulungszentrum gebaut. Und wir müssten hier auch mal ein bisschen renovieren, sehe ich, ne? Können wir auch ein bisschen weitermachen. Gut. Nächstes Spiel steht an. Das geht gegen Porto Alegre, brasilianischer Vertreter. Joa. Puh, beste Elf oder nicht? Das ist die Frage, ne? Selassie könnte man auch mal abgeben, ne? Da, der hat bei uns jetzt auch nicht unbedingt eine große Zukunft.
Ja, und auch im Mittelfeld, ne? Rakitic oder Ekichi. Ich setze jetzt mal auf Ekichi im nächsten Spiel. Und die Aufgaben wollte ich mir nochmal angucken. Das wollte ich nochmal sortieren nach Fähigkeiten. So, dann ist das nämlich alles, sieht das dann schon ein bisschen anders aus. Zack, jetzt ist Kokküf nämlich überall der Beste. Von den Werten her. Und Teamdynamik, wie sieht es mit den Sprechen aus? Können wir mit denen sprechen? Nee, die Gespräche haben wir schon verballert. Ja, komm, hauen wir hier ein paar mehr Toiletten raus. Und dann geht's rein ins Spiel. Wir machen hier Videotext. Joa, Videotext passt schon, ne? Interessiert uns eh nicht so. So, aber wir verlieren nicht, sagen wir mal. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze so ausgeht. Ja, ein bisschen schneller könnte schon gehen, ne? Bremen also gegen Porto Alegre. Hier können wir klicken. Und wir liegen schon zurück durch Diego Forlan, der uns da einen reingehauen hat. Ja, können wir mal ein bisschen durchwechseln, ne? Nehmen wir mal Kirchhoff runter. Bringen Hand für Ekichi. Das darf doch nicht wahr sein. Das passt ja auch wunderbar. Ja, müssen wir mal ein bisschen kritisieren, ne? Herr Gorküv, das geht ja mal gar nicht. Auch hier können wir kritisieren. Den Rest soll von mir aus der Assistent machen. Der macht das ja ganz gut eigentlich immer. Ja, aber es wird hier nicht, es wird nicht besser, ne? 1-0, 1-1, Jelle, na gut, immerhin. Punkt gerettet noch von Jelle. Das geht noch durch. So, was haben wir hier für Transfers drin? 21 Millionen, Bayer rüstet auf. Holen sich Kevin Mirallas. Okay. Ist nicht gerade billig, ne? So, den haben wir hier, Westermann wollen sie haben. Ha, den könnt ihr euch mal abschmieren, ne? Westermann gibt's nicht. So, Renovierung ist abgeschlossen. Renovieren wir gleich mal weiter. So, Angebot für Jean-Christophe Barbeck. Ja, dem wollte ich eigentlich noch nicht abgeben. Leitner kommt zu Werder und Chakalov kommt zu uns. 118 Extremtraditionen haben wir dem Verein gekündigt. Ja, weil er vom HSV kommt, ne? Ja, das ist natürlich nicht so schön, dass die jetzt da uns den Rücken kehren. Verein, Fans. Können wir eigentlich mal wieder eine Mitgliederkampagne machen, ne? Ja, Joel Marti wollen sie auch nicht haben. Was gibt's hier? Ne, das sind nur die Erfolge. Ich gucke gerade so ein bisschen. Da, ne, das war die Marketing. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Ja, der Fanverkauf, der läuft aber auch bombastisch, muss man auch mal so sagen. Ausland sind wir nicht mit am Start und dann wird sie wahrscheinlich auch nichts empfehlen, oder? Nee, so sieht's aus. Irgendwo konnte mal eine Mitgliederkampagne starten, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Wo war das denn? Kartenverkäufe. Sponsoring. Voltaren. Die zahlen uns aber auch ein Schweinegeld, ne, Voltaren. Ja, ich weiß es nicht mehr, wo es war, wo die Kampagne gestartet werden konnte. Da, Mitgliederkampagne. Ja. Oh, gibt sogar einen Erfolg. Ha, sehr schön. Ja, schreiten wir voran im Trainingslager. Ja, Barbeck möchte ich eigentlich ungern ziehen lassen. Für 7 Millionen würde ich ihn allerdings wohl abgeben. So, was haben wir hier? Ein Sturmtalent. Gelassen. Da können wir mal verhandeln, ne? Ja, wir haben hier kein Geld zu verschenken. So, geben wir ihm 2 Jahre Abstieg international. Kann er dann ablösefrei gehen, wenn wir das nicht schaffen sollten. Dann werden wir aber am Grundgehalt noch ein bisschen runterdrehen. Laureda. So, wir können weiter renovieren hier. So,
So, Kaufangebot für Gepard von Chelsea. 12,5 Millionen. Ach, du heilige... Ja, verhandeln müssen wir es, ne? Okay, das, ist jetzt interessant, ne, Gepard? 10 Millionen ist der Transfer wert. Eieiei. Weil ist ja auch nur ein 3,5-Sterne-Talent, ne? Da müssen wir jetzt mal auf den Transfermarkt gucken, ob wir da Ersatz kriegen würden, ne? Was war das denn da für ein 70er? Egal, ist schon wieder weg. Dann müssen wir mal gucken, ob wir einen Innenverteidiger kriegen würden dafür. Der uns auch schon weiterhilft, ne? Also mindestens 75. Ja, Varane kriegst du ja nicht mal ansatzweise für das Geld. Papadopoulos wäre eventuell, ne? Wäre eventuell einer, der Fels in der Brandung, trainingsfleißig, Härte, nervenstark. Ja, den wollte ich ja schon mal haben. Ah, die wollen ja Unsummen haben für den, ne? Das können wir nicht machen. Ja, das macht keinen Sinn, ne? Schade eigentlich. Da haben wir hier Ramalu. Es sind ja alles so teuer hier schon. Ja, Joel Matip wäre es noch, ne? Haben wir ja gerade gesehen, die Fans wollen den nicht so. Ah, der wäre vielleicht noch zu finanzieren denn als Ersatz. Könnte auch defensiv eingesetzt werden. Hat auch schon ein bisschen Erfahrung. Steigt bald da auch nochmal auf. Ja gut, aber 11 Millionen wollen sie auch schon haben für den, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Wir werden ja mit dem ein bisschen verhandeln nebenbei. Ansonsten hätten wir auch noch einen Gepard, ne? Den wir hochziehen könnten. Könnte eventuell einen Tick zu früh kommen, natürlich für ihn. Aber es wäre eine Option. Gut, gehen wir erstmal weiter. So, Xabi können wir verhandeln. Ja, das ist natürlich hier utopisch, was er will, ne? Da müssen wir auf jeden Fall auch ein bisschen runterdrücken, das Ganze. Kriegt er 2 Jahre bei Abstieg und international ist er frei. So, und dann... Grundgehalt ist ein Witz, aber mehr gibt's nicht. Gut, bieten wir ihn 600.000. Ja, und unterbreiten ihm mal das Angebot. So, Joao Matip ist also auf der Transferliste. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Angebot direkt abgelehnt. Spieler hat damit keine Probleme, dann ist ja gut. Hier haben wir Prödel ein Angebot, ja. Hier, direkt zack unterzeichnen. Der kann gehen. Während wir hier weiter fleißig renovieren. So, Prödel. Das wäre natürlich ein ganz gutes Ding, wenn der weggeht. Ja, verhandeln wir mal mit ihm, ne? Bei Abstieg und so ablösefrei. 10% Gehaltskürzung bei Abstieg und 2 Jahre hat er die Option. Bieten wir mal 1,4 Millionen. Gucken, was passiert. Ob wir uns da mit ihm einig werden, ne? Theoretisch müssten wir ja. Ja, Schalke und Bremen einigen sich. Die Verhandlungen mit Gepard haben noch gar nicht angefangen, ne? So, 15 Millionen. Für 15 Millionen kann er gehen. Mal sehen, ob wir uns da nähern.
Sonst haben wir natürlich einen Spieler zu viel, ne? Oh. Die sind ja schnell gescheitert. Okay, das akzeptieren wir. Ja, Pressekonferenz von mir aus, ne? Der kann auch direkt in die zweite Mannschaft gehen. Aktionen, die Reserve verschieben, dauerhaft. Zack, Team, zweite Mannschaft. Und dann holen wir ihn gleich mal rein, ne? Nö, er soll ruhig spielen. Cristante muss dann halt ein bisschen draußen bleiben. Details. Muss aufgestellt werden, geht dann runter. Dann können wir ihn vielleicht auch in die erste Mannschaft holen. Wo wird ja ein Tipp gegeben, dass man die dann in die erste Mannschaft holen, wenn man ihn verkaufen will. Gucken wir mal, ob das was bringt. Da haben wir Cristante damit drin und können die dann eventuell auch verkaufen, ne? So, ein bisschen Teamdynamik, ist angesagt, ein bisschen mit dem Spieler reden. So, gucken wir mal hier in der ersten Elf, mit wem wir da reden können. Ja, spielt's auch mal in der ersten Mannschaft, ne? Du hast gut trainiert, können wir ihn auf jeden Fall sagen. Sondern nicht allzu sehr runtergeht, ne, mit seiner Form. Kilo hat sich verbessert. Das können wir ruhig mal sagen, ne? Okay, ich hoffe, hast gut trainiert, Jelle. Ist immer wichtig, hier die Form hochzuhalten. Deswegen immer wieder mal sprechen mit denen. Arnautovic hat sich auch lange nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Rikichi können wir auch mal loben. Melia. Auch Gebhardt. Bargfrede loben wir. Ja, es wurmt mich ein bisschen, dass das schon zu viel war, ne? Müssen wir mal Transfer. Verhandlungsstatus kann man da nochmal eingreifen. Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt nochmal... Sonst haben wir bald noch ein Innenverteidiger-Problem, ne? Muss Matip erstmal in die zweite gehen. So, nichtsdestotrotz haben wir jetzt wieder ein Spiel vor der Brust. Ja, kommt Gebhardt wieder rein. Der jetzt also doch bei uns bleibt, ist ja auch ganz schön, ne? Da gehen wir mal direkt rein ins Spiel, machen sofort Berechnung. Irgendwie hat mir das andere nicht so richtig zugesagt. So, kämpft um jeden Ball. Dann wollen wir hier ein bisschen was sehen, ne? Gegen den Football Club hier. 1-0 durch Jelle. Sehr schön. Ja, die sind gefährlich, ne? Die Brasilianer. Lukas Schmitz trifft. Ja, auch nicht so häufig. Jelle wieder. Ja, das sieht doch gut aus. So, dann gucken wir mal, wie wir wechseln. Bringen wir Akechi. Oder nee, wir bringen Cristante. Bringen Hand. Akpala darf mal ran. Sokratis. Und auch Selassie ruhig mal. Ne? Ein bisschen Zeit geben. So haben wir uns das vorgestellt. Und der Assistent kann hier den restlichen Quatsch machen hier in so einem Friendly. Da ist mir das nicht so wichtig. Sollen wir mal sehen, ob wir den Cristante irgendwie angeboten kriegen dann. 4-0 auf jeden Fall durch Bender. Vorarbeit von Jean-Christophe Barbeck. Ja, Bremen macht hier gut Druck, ne? Hat gelernt von dem Spiel gegen Porto Alegre. 5-0 Arnautovic. Ja, bin sehr zufrieden. Da kann man nicht mehr gern. So, 2 Punkte wieder gewonnen. Dann müsste die Saison ja auch schon wieder fast rum sein, ne? Also die Winterpause, nicht die Saison natürlich. Ja, 330.000 findet er nicht akzeptabel. Hm.
Na gut, legen wir noch mal ein bisschen was drauf, ne? 400.000 jetzt. So, akzeptieren wir. Pressekonferenz. Young Gepard verliert 10 Moralpunkte. Ah. Elias auch wieder fit. Jetzt haben wir noch einen nächsten Verteidiger. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir das machen. Jetzt ist der Kader langsam ein bisschen groß geworden. So, in die Reserve. Er kommt erstmal rein. Dann kann... Müssen wir überlegen, ob wir Sokrates vielleicht mal anbieten. Dass wir dann wieder ein bisschen Geld einnehmen. Bayer Leverkusen sucht auch gerade. Ja, auch 6 Millionen wollen sie nicht zahlen. Bayern. Bayern zahlt das auch nicht. England kommt nur Arsenal für ihn in Frage. Dahin. Und da kommt er ja. Bei Juve. Es ist wahrscheinlich alles eine Nummer zu groß für ihn, ne, die da suchen. Für weniger Geld wollte ich ihn jetzt auch nicht verkaufen. Ah. Sokrates. Ja, wenn der geht, dann ist das schon so in Ordnung. Transferbudget, was sieht das aus? 600.000 haben wir noch zur Verfügung. Da haben wir ein Innenverteidiger-Problem auch noch bei uns. Ne? Das werden wir schon irgendwie gelöst kriegen. So, dann Team, erste Mannschaft. Da müssen wir auch den Barbeck wieder zurückschicken. So, Spielerinfo. Noch ist er 1,5 Millionen wert. Ich warte mal ab, ne? Mir wurde ja gesagt, das geht dann hoch. So, Gebhardt kommt wieder rein für Sokrates. Ja, Joel Matip, also neuer Spieler. So, gucken wir mal, ob sie auch noch 6,5 Millionen zahlen. Wir wollen ja auch den letzten Center noch rausholen. Ablöse angenommen, 6,5 Millionen. Wechsel würde sofort stattfinden. Wir müssen leider einen Verteidiger loswerden. Und ja, da trifft leider die Wahl Sokrates bei mir, ne? Tut mir ja leid, wird wahrscheinlich viele Werder-Fans jetzt nicht so, ne? Nicht so freuen. Nö, können sie haben, ne? Verhandeln wir mit Füllkrug mal. Brödel ist verkauft, das ist auch schon mal gut. Dann können wir vielleicht gleich nochmal... Innenverteidiger gucken für die zweite Mannschaft, ne? So, nächstes Spiel steht auch schon wieder vor der Tür. Ribéry hat noch keinen neuen Vertrag. Die haben keine Chance, ihn zu verpflichten. Ansonsten ist da auch nicht viel, was man holen wollen würde, ne? Nee. So, Füllkrug. 2,5 Millionen wäre ich bereit. Ja, komm, nimm ihn auf in die Ruhmeshalle, ne? So, Sokrates wechselt also auch. Er ist auch weg. Damit haben wir wieder ein bisschen Transferbudget. Und können für die zweite Mannschaft nochmal ein bisschen einkaufen, ne? Wieso spielt er nicht? Muss aufgestellt werden. Und zwar links außen. So. Zack, da ist er drin. Kubilanski auch muss aufgestellt werden. Oder was ist da los? Details. Ne, hat er nicht. Dann müssen wir hier noch einstellen, ne, dass er auf jeden Fall immer spielen muss. Muss aufgestellt werden. Ups. Falsche Taste. So, jetzt haben wir es. Ja, jetzt brauchen wir noch ein IV auf jeden Fall. Da gucken wir nochmal.
Ob wir da noch was finden, was jung ist. Also was richtig jung ist. So. Kann natürlich auch ein bisschen jünger sein, ne? Aber wäre ganz gut, wenn der so 4 Sterne hätte. Boah. Wäre ganz gut, ne? Gibt's aber nicht. So, was haben wir denn hier? Koray Günther. Hat Torich als Verteidiger. Das ist ja Quatsch. Dann haben wir Tobias Figueiredo. Gar nicht so einfach hier was zu finden. Hier haben wir aber eine Lifestyle-Ikone und Sprachgenie. Ja komm, holen wir den. Und da bereiten wir mal das Angebot. Guck mal, was passiert, ne? Ob wir den gekauft kriegen. Oh, hier, für ihn hat sich's gelohnt, ne? Beweglichkeit plus 3 in den Fähigkeiten. Na, Transferwert ist immer noch nicht hochgegangen. Vielleicht bin ich da einfach nur zu ungeduldig. So, wichtige Mails haben wir zu beantworten. Augsburg will Westermann, der verhandeln müssen wir es ja, ne? Form verbessert. So, Team. Teamdynamik. Können wir noch ein bisschen quatschen hier mit Gebhardt. Dass wir mal wieder ein bisschen hochholen, ne? Aus einem kleinen Mini-Loch. So, Kirchhoff. Kirchhoff können wir nichts Gutes sagen. Hier, gut trainiert. Ja, wir wollen ja einigermaßen gut rauskommen aus der Winterpause. Da muss man halt ein bisschen investieren. So, Elia war jetzt lange verletzt. Freut sich wahrscheinlich auch wieder aufs Spielen. Super letztes Spiel, Manquillo. Pfosten trainiert sensationell. So, den Kader ein bisschen im Griff haben, ne? Das ist so das A und O. Ja, Joel Martip können wir mal willkommen heißen. Gut, rein ins Spiel. Das machen wir noch mit und danach machen wir eine kleine Pause. Machen wir auch wieder Sofortberechnung, ne? Gegen unsere A-Jugend, da sollte ja schon ein bisschen was gehen. Ist ja nicht die beste. Und auf die Jugend, da haben wir nicht so gesetzt. Aber hier, 27 Minuten, ne? 0-0 noch. Dann ist aber Arnautovic da, der für uns das 1-0 erzielt. Dann nehmen wir mal Rakitic runter. Bringen wir Cristante rein. So, Matip kann sein Comeback, sein Debüt geben. Hand kommt für Gorküv. Akpala für Fossen. Ekichi. So. Jetzt haben wir ein bisschen gewechselt. Steht auch mittlerweile 4-0. Akpala trifft direkt nach Einwechslung. So, Spiel vorbei. Wir gewinnen. Bester Spieler. Guinei. So ist bei den Amateuren, ne? Sonst ist es Fossen. Sehr schön. So, Rückrundenauftrag steht an. Erster gegen 18. 4 Punkte hat Paulino geholt. Eieiei. Ne, den gibt's nicht. Ja, gewinnt 3 Moralpunkte. Sehr schön. So, gucken wir nochmal rein, die erste, zweite Mannschaft. Winterpause ist vorbei, es geht jetzt weiter mit Vollgas hier Richtung, ne, Richtung nächste Aufgaben, Richtung Meisterschaft, kann es ja nur das heißen, das Ziel. 2 Punkte Vorsprung vor den Dortmundern. Und dann ist das schon so ein kleines Gefälle zu Bayern und Nürnberg. Nürnberg auf Platz 4 ist auch eine Riesenüberraschung. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn es da weitergeht, ne, nächste Woche mit der ersten Rückrundenpartie, ne. Bis dahin, bleibt sauber, ciao.